Was nervt Sie am meisten? Was nervt mich am meisten? Eigentlich gibt es schon viele Dinge oder viele Sachen, was mir schon vielleicht irgendwann nerven könnte. Gut, sagen wir mal, als erstes ein Beispiel. Ja, wie zum Beispiel, dass man immer sagt, was halt auch oft viel so in Presse halt so drinsteht oder halt auch in den Medien und so, dass man halt immer sagt, Down-Syndrom ist eine Krankheit zum Beispiel. Ja, obwohl es ja eigentlich ja nicht so ist. Ich meine, Down-Syndrom ist ja eigentlich ja nun keine Krankheit, ne? Weil es halt viel gesagt wird, Down-Syndrom ist eine Krankheit und wir leiden darunter oder wir leiden unter der Erbkrankheit. Und was alles, wo ich eigentlich denke, wir leiden eigentlich nicht. Ich meine, wir sind glückliche Menschen und wir leiden nicht. Und ich finde, das ärgert mich am meisten, dass man überall drin steht, wie zum Beispiel jetzt bei Be My Baby, da kommen ja auch immer ganz viele Zeitungsberichte und da kommt dann halt auch immer sowas vor, wie zum Beispiel, ja, ich habe ja da die Nicole ja da in dem Film Be My Baby da gespielt und da steht halt auch immer oft drunter, die weinende Nicole. Und das irgendwo finde ich das irgendwo gar nicht schön. Das ärgert mich eigentlich schon am meisten. Also irgendwo finde ich das nicht schön. Weil erstens leiden wir nicht, zweitens sind wir auch nicht krank und drittens sind wir glücklich. Aber das ist ja sozusagen das andere Extrem der Darstellung in den Medien, dass Menschen mit Down-Syndrom immer glücklich sind. Mhm. Haben Sie dazu noch Anmerkungen? Ja, also ich finde, dass ich mir halt auch irgendwie halt auch wünschen würde, halt auch wirklich in ganz normalen Rollen mitzuspielen. Halt auch in ganz vielen Filmen, wo halt nicht Behinderung zum Beispiel, sagen wir so, nicht Behinderung Thema ist, sondern dass wir halt einfach ganz normal mitspielen. Dass wir einfach wirklich eine richtige, superklasse, tolle Rolle spielen. Richtig mit anspruchsvollem Text. Gut, ich meine, kann auch ein bisschen, meinetwegen kann auch ein bisschen schwerer sein. Dass man halt auch mehr die Leistung hervorhebt und nicht gerade die Behinderung, nicht gerade unbedingt das Down-Syndrom.